Willkommen auf der Bühne. Und einmal einen Applaus für Gerd Zweigler, bitte. So, schön, dass du... Was ist das denn jetzt? Der ist zu klein. Hallo alle zusammen. So, deine Fans, genau. Diese Dinger, diese Loopy-Bälle, die sehen sehr, sehr lustig aus. Wie so riesen Body-Airbags. Frage, was soll das, warum überhaupt? Ja, wir sind hier in Köln, ja. Wir hatten am meisten Spaß, das haben wir schon festgestellt. Und genau dafür gibt es auch die Loopy-Bälle. Einfach reinschlüpfen, wie einen Rucksack anziehen und dann halt schauen, wer im Weg steht und dann praktisch wegbouncen. Das ist ja hier heute auch ein großer Sport- und Fitnesstag. Also wofür ist das? Bauch, Beine oder Po? Ja, man braucht eigentlich alles. Es ist eine neue Sportart, wo jeder Muskel im Prinzip strapaziert wird. Und es ist auch eine ganz tolle Anti-Stress-Aktion, was man da machen kann. Also gut entspannen und abbauen und die Kräfte rauslassen. Ich wollte gerade sagen, Aggressionen ablassen klingt gut. Man ist rundum geschützt. Kann man die Dinger mieten, für, wenn ich jetzt einen Kindergeburtstag habe, im Garten oder so? Ja, für Kindergeburtstage, für Vereine, Turniere, Wettbewerbe, was ihr wollt. Ihr könnt gerne die Loopyball bei uns mieten. Wichtig ist halt, nur Anfrage stellen auf der Webseite loopyball.de. Genau, und wo kann man das machen? Also gibt es sowas wie regelmäßige Trainings oder so? Ja, wir trainieren auch ganz fleißig und die Nachfrage nach den Loopy-Bällen wird immer größer. Gerade hier in Köln, hier haben wir schon so viele tolle Events gehabt und die Leute sind begeistert und wir haben uns auch vorgenommen, gerade darum, dass so viele Fans immer jeden Tag dazukommen, dass wir einen Club gründen möchten. Nur wir suchen halt noch geeignete Rasenflächen oder Spielflächen. Wer was weiß, kann uns da gerne kontaktieren. Wer mitspielen will, wer gerne in den Loopyball-Club kommen möchte, ja, ihr seid alle herzlich willkommen. Wir gucken es uns jetzt erstmal an, die beiden Herren da unten auf dem Rasen. Wollt ihr mal loslegen mit einer kleinen Performance? Yeah! Achso, ich dachte, die gehen so gegeneinander. Nee. Das kommt noch alles. Achso, das war da. Jetzt habe ich das Highlight vorweggenommen. Das ist gar nicht genau, ja. Also, man kann hier wirklich mit Affen Zahn gegeneinander anbouncen. Es passiert gar nichts, weil es rundherum geschützt sehen wir selber. Ja. Dann steht wieder auf und probiert es neu. So wie die Zeit es machen. Ja. So ist es ganz, ganz toll. Wir werden wirklich viel Spaß haben. Because I'm happy. Jungs, ich weiß nicht, ob ihr mich da drin hören könnt, aber ist das heiß in dem Plastik? Ja? Ja, heiß. Okay, klar. Die geben aber auch alles, ne? Die geben alles, ja. So ein bisschen Käfer auf dem Rücken, ne? Aufstehen ist dann auch nicht ganz so leicht, obwohl, ja. Ist eine Frage der Technik, ja? Ein paar Mal probieren, dann schafft es eigentlich jeder. Auch für Kinder ab 6 Jahre, die können sich wie eine Schildkröte praktisch einen Panzer zulegen und von ihren Eltern über den Platz gerollt werden. Gibt es irgendwas, was man nicht darf beim Loopyball? Komm, wir gehen mal hier ein bisschen aus dem Weg, damit die sich hier besser aufstellen können. Gibt es irgendwas, was man nicht darf? Gibt es Foulspiel? Gibt es Verlängerung? Gibt es eine Branche? Es gibt verschiedene Wettbewerbe mit verschiedenen Regeln, aber grundsätzlich Freestyle-Spiel, man darf alles. Alles erlaubt, gebt Gas, komm, Endspurt, Jungs, jetzt nochmal richtig. Es ist vermutlich sehr anstrengend, ne? Es ist sehr anstrengend und genau deshalb haben wir auch verschiedene Spiele. Manche, die sind weniger anstrengend, manche... braucht man wirklich die ganze Power. Ja. Es sind zahlreiche Spiele und Möglichkeiten. Ihr könnt gerne mal bei uns auf die Webseite gucken, Videos schauen oder nachher natürlich uns drüben nachher an unserem Stand besuchen und selber mal live erleben. Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage heute. Ihr könnt das heute hier selber ausprobieren. Euch mal so einen Loopy-Ball überstülpen und dann hier Karacho. Also bringt am besten den Gegner oder die Endgegnerin schon mit. Wo findet man euch heute? Da hinten seid ihr, ne? Gleich da drüben, einfach links weitergehen. Man sieht von Weitem schon. Guck mal, die Jungs können nicht mehr, ne? Ja, komm. Okay, habt ihr super gemacht. Fetten Applaus für die Jungs in den Loopy-Bällen und für Gerd Zweigler, entschuldige. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank dir auch und freue mich auf alle, die Loopy-Ball probieren wollen. Wir sehen uns jetzt...